Wir sind hier in Husby in Angeln. 1921 ist dieser Turm eingeweiht worden. Zum Gedenken, hier können wir auf der Tafel beim großen Christenkreuz, christlichen Kreuz lesen, den im Kampf fürs Vaterland gefallenen Heldensöhnen der Kirchengemeinde Husby. Also Heldensöhne sind es. Darunter, was man nicht lesen kann, ist schon zugewachsen, sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben, die Offenbarung des Johannes. Also die Getreue bis in den Tod ist hier ebenfalls für Kaiser und Reich. Das ist hier das Kriegerdenkmal von 1921, dieser Turm. Also im Umlaufenden haben wir sämtliche Namen. Und außenrum haben wir auf liegenden Tafeln dann nachgetragen quasi die Toten des Zweiten Weltkriegs. Dazu kommt etwas Zweites hier. Eine Stele. Gedenket der gefallenen Männer, Frauen und Kinder, der Gefangenen, Verschleppten und Vertriebenen unseres Volkes und aller Völker. Das heißt also, man denkt hier quasi an alle Opfer im Ganzen. Prinzipiell ist ja nicht falsch gedacht, auch wenn hier eine leichte Täter-Opfer-Gleichsetzung damit verbunden ist. Interessant ist aber, diese Stele ist mit der Erweiterung der Tafel 1956 eingeweiht worden. 1956, kleiner Geschichtsunterricht, ist als bereits frei waren die Gefangenen in Sibirien, die deutschen Kriegsgefangenen, die letzten, die kamen 1955 frei. Wer ist 1956 noch gefangen gewesen? Ganz einfach, verurteilte Kriegsverbrecher und Massenmörder. Das heißt also, derer soll hier gedacht werden, also hinter der Chiffre Gefangene verbirgt sich 1956 nur noch Kriegsverbrecher, Massenmörder. Derer wird hier 1956 ganz unschuldig gedacht, so wie alle anderen Gefangenen. Das ist hier Husby in Angeln.